Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5 Rally Adventure, zur wahrscheinlich letzten Folge des regulären LPs. Wir haben Goliath nämlich freigeschalten und ja, werden das Ganze jetzt heute eben fahren. Wir fahren jetzt mal im BMW hin, weil ich davon ausgehe, dass wir das Ganze im Lightning fahren werden, also dass wir da den Wagen gar nicht selbst auswählen können. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Das könnte auf jeden Fall eine interessante Nummer werden. Ich werde heute natürlich auch noch ein Fazit abgeben zur Expansion. Was mir gut gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich habe da jetzt aber mir keine Notizen gemacht, ehrlicherweise, sondern ich werde halt da ein bisschen aus dem Kopf raus erzählen, definitiv. Es kann sein, dass es noch ein paar Folgen geben wird, dass ich einfach mal zumindest kurz die Fahrzeuge aus der Expansion ausfahren werde, weil das haben wir bisher ja wenig gemacht, tatsächlich. Aber ja, das ist dann halt, also das werdet ihr dann sehen, ob das passiert oder nicht. Das gucken wir uns dann einfach mal an. Jetzt, wie gesagt, fahren wir erstmal zu Goliath drüber. In unserem wunderschönen BMW. Und wenn wir unsere Wagen selber wählen dürfen, dann würde ich den Alpine ganz gerne fahren wahrscheinlich. Weil wir den ja im Rennen bisher noch nicht hatten. Aber ja, mal einfach mal. Ich glaube halt schon, dass wir für die Story, dass es da am meisten Sinn ergibt, einen fixen Wagen zu haben, weil wir scheinbar, wenn ich es richtig sehe, gegen alle drei jetzt nochmal fahren. Also gegen Enami, Alejandra und Alex. Und um das Ganze halt zu balancen, ist es halt einfacher, wenn man, ja, okay, wenn man halt entweder sagt, du darfst nur auf dem LI fahren oder man gibt halt direkt ein Auto vor. Also das Ganze auf dem LI einfach festlegen, wäre wahrscheinlich auch noch eine gute Idee gewesen. Aber gut, wir werden sehen, wofür sie sich entschieden haben. Ich bin da sehr gespannt auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden, ehrlicherweise mich hinzuporten, weil ich dort einfach mag, hier durch die Welt zu fahren. Ich finde das schick. Es ist halt wirklich so seine eigene, doch auch sehr andere Welt. Das definitiv. So, Horizon Badlands, Goliath. Wir können selber einen Wagen wählen. Es muss aber ein Ready Monster sein. What? What? Okay. Wait, es muss ein Ready Monster sein, aber LI ist egal. Okay. Da würde ich aber sagen, it's Quattro Time. Bietet sich bestimmt gut an. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wir fahren nochmal gegen die drei anderen. Ich gebe zu, diese Erkundungsfahrt ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber was wäre eine Rallye ohne ein wenig Konkurrenz, hm? Hier endet alles. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, von Medizin sind etwa auf meinem Level. Der LI hier wird falsch angezeichnet. Das ist der LI vom Serien-Audi. Wir sind ja bei 870 ungefähr. Okay, dann verstehe ich jetzt ehrlich nicht, warum uns auf Freddy Monster begrenzt. Ich muss sagen, dass ich selten so viele Horizon Raptors und Grid Reaper-Events gesehen habe. Ihr beide seid wirklich gute Rallye-Fahrer. Der einzige Vorteil von nächtlichen Veranstaltungen ist, dass ich mir alle Apex Predators-Rennen ansehen kann. War mir ein Vergnügen, Miira. Nun, es hat mit Sierra Nueva nicht so geklappt, wie ich es geplant hatte. Aber wir haben uns als Botschafter und als Menschen bestimmt weiterentwickelt. Ich bin stolz auf uns. Moment mal, was ist denn hier? Wir sind in meinem Revier, Compadres. Folgt meiner Rennlinie. Ich bin nur froh, dass ich die Straße sehe. Der Asphalt ist eigentlich nicht schlecht. Moment, was meint er gerade mit Sierra Nueva hat nicht so funktioniert, wie ich mir da vorgestellt hatte. Was meint er denn damit? Hier werden Story-Elemente ausgelassen, ich sag mal durch. In Wahrheit haben wir hier einen Hollywood-Film. Okay, ich bin jetzt mal gespannt. Ich schätze mal, dass wir so ein Drittel Schotter haben werden, ein Drittel Straße und ein Drittel fährt ein. Ich verstehe nicht, warum Alex den UTV fährt. Ich finde, zu Alex hätte der Quattro extrem gut gepasst, tatsächlich. Weil Alex ja die Straßenrennen repräsentiert, also weiß ich nicht, hätte, glaube ich, hätten, glaube ich, andere Fahrzeuge besser gepasst, definitiv.
Ich meine, Benino wäre auch gegangen. So ist nicht. Jetzt mal sehr gespannt. Es ist, glaube ich, das erste Rennen in Forza Horizon, was Straße, Schotter und Querfeld ein hat. Also halt wirklich bewusst und aufgeteilt und nicht halt so, ja, du fährst doch mal über die Straße drüber. Jetzt sehen wir mal schauen. Ah ja, da unten. Ne, hier geht's gleich schon Querfeld ein. Okay, das könnte der. Ich glaube, Querfeld ein wird der schwierigste Abschnitt für den Quattro. Also, Straße geht noch ganz gut, Schotter sowieso. Ich glaube aber, Querfeld ein könnte problematisch werden wegen dem Federweg. Der halt nicht so astronomisch ist. Aber ja, ändert nichts dran. Hier biegen wir jetzt ab. Oh, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das Wetter ist ja schön heute, oder? Ich kann nicht glauben, dass du die ganze Serie im Regen gefahren bist. Er ist nicht immer ganz vernünftig, aber er gehört. Nee, ist er ja eben nicht. Wir sind ja nicht alle Rennen im Regen gefahren. Okay, aber bei ungefähr einem Drittel sind wir jetzt hier in Querfeld eingewechselt. Aber wir sind jetzt hier echt in Gebieten unterwegs, weit ab vom Festival. Holy shit. Das ist ja schon ein gutes Stück abseits. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Tatsächlich. Warum hier hinten so viel ungenutzte Fläche? Hey, Home Games. Macht hier doch irgendwas hin. Und ich hatte nicht mal eine Aufklärung. Ja, worüber? Ja, die Dialoge sind der Shit, ich sage es euch. Ich verstehe gar nichts. Ich kann sagen, der hat nicht gezählt. Handbremse und dann komm mal rum. So, moin Leute. Ihr seid alle hier für den Quattro. Ich weiß es doch. Als ob euch die anderen Fahrzeuge interessieren. Also, komm mal, was ist hier los mit der Ideallinie? Das hatten wir vorhin auch schon in dem Rennen, oder vielleicht war es letzte Folge. Also, okay, muss letzte Folge gewesen sein. Wo ich mir ehrlicherweise dachte, im Moment hab. Also ich dachte, ich habe mir das eingebildet. Ja gut, scheinbar nicht. Da hinten wird es jetzt ein bisschen enger. Alex, was ist der Plan? Auslenken, einlenken, das hintere Ende schnippen und festhalten. Okay, ich werfe ein einweiziger kürzester Abschnitt. Nee, Alejandra war für Straßenrennen zuständig. Pardon, das war gar nicht Alex. Ich dachte, Alex wäre die Straßenrennen. Aber nee, das war Alejandra. Aber gut, Alejandra wäre ja auch den Trophy Truck, da passt ja noch weniger. Und dann nicht mal mit Vollflix. Das ist ja brutal. Also wie gesagt, Schotter ist hier der größte Abschnitt bei dem Rennen. Ergibt, finde ich, auch Sinn. Jetzt mal gespannt, wie das hier aussieht. Sehr gefällt es mir, der Rallye-Abschnitt. Oh Gott. Dort hat ein bisschen mehr ausgebremst, als ich dachte, ehrlicherweise. Oh, das sind wir schon mal andersrum gefahren, glaube ich. In die Richtung glaube ich noch nicht. Ja, doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Weil hier geht es in den Sandabschnitt. Das sind wir mit dem MT gefahren. Diesmal weiß ich Bescheid. Also von der Fahrphysik ist Sand echt mein Highlight, weil es sich wirklich anfühlt wie Sand einfach. Hat echt nochmal so ein bisschen rutschiger einfach, das ist nicht ein bisschen, das ist ein gutes Stück rutschiger. Also das ist schon durchaus nicht wenig. Und fährt sich deswegen aber auch sehr geil, weil es halt wirklich was ganz anderes mal ist. Und es hat auch wirklich knallhart. Also das merkt jeder. Da musst du nicht viel Horizon für spielen, um so minimale Feinheiten zu unterscheiden. Nein, nein, nein. Das merkst du wirklich hundertprozentig. Wir wollen jetzt hier nochmal durch das kleine Dörfchen driften, wo sehr viele Zuschauer da sind. Oh, und am Ende fahren wir nochmal kurz nach der Straße. I see. Ist eine nette Route. Aber ist auch. Warte mal. Das ist kein Rundkurs. Da fällt mir jetzt was auf. Moment. Aha.
wieso nicht noch hier weiter und dann entweder hier durch rüber oder halt über die Straße rüber, um das als Rundkurs zu machen? Warum? Und vor allem den ganzen nördlichen Teil der Karte, der eigentlich echt geil ist, ausgelassen. Die Linie fast erreicht. Konzentration. Das ist schade tatsächlich. Das ist sehr schade. Ja, das erreiche ich nicht mehr. Okay, merke ich mir fürs Fazit. Aua. Ja, und natürlich müssen wir den Schnörkel hier nochmal fahren, den Abschnitt. Den fährst du auch am häufigsten, glaube ich. Ich glaube, die Kurven kennt jeder. Da fährst du auch gefühlt immer durch. Obwohl das ja echt am Rand der Karte ist. Also das ist nicht mal eine zentrale Straße oder so. Aber irgendwie fährst du hier super oft durch. Und irgendwie ein Goliath. Wobei ich es eher Kolossus nennen würde. So. Mein Goliath ist es nicht. Goliath ist ein Rundkurs, schon immer gewesen. Blim. Ich find's gut, dass nicht mal Media-Achievements angezeigt werden, ich höre sie nur. Oh, die Katzen mit einem Veneno wäre so witzig gewesen. Das nenne ich einen echten Rallye-Champion. Tja, technisch gesehen hast du jetzt das Sagen. Was machen wir als nächstes? Weltherrschaft. Warum fahrt ihr nicht alle für mein Team? Team Horizon. Gefällt mir. Ich mag es auch, Superstar. Nicht schlecht, aber lass mich erklären, warum ich denke, dass Grid Reapers besser ist. Rami! Du willst mit mir keine Diskussion anfangen, Rami. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl. Nachdem der Druck jetzt weg ist, kannst du die restlichen Rallye-Herausforderungen einfach zum Spaß angehen. Und behalte auch die Festival-Playlist im Auge. Richtig, weil ab jetzt können wir erstmal den Lightning abholen. Nee, aber ab jetzt können wir tatsächlich in der Festival-Playlist die Meisterschaften fahren, wenn wir Bock hätten. Werde ich wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt, schon lange gemacht haben. Was haben wir hier jetzt? Gewinne alle Horizon-Rally-Veranstaltungen. Ah ja, okay. Was haben wir hier? Ach, alle Straßen entdecken. Ja, das richtig. Sehe ich auch. Okay, okay, ja. I see, I see. Okay. Dann kommen wir mal zu meinem Fazit der Expansion. Jetzt, wo wir mit Goliath durch sind, das meiste gesehen haben. Also klar, wir haben ein paar PR-Stunts nicht gemacht und so, aber ich weiß ja, was ein Blitzer ist und so. Den haben wir jetzt zum großen Teil gesehen. Gibt es irgendwas? Oh, warte mal, bevor wir zum Fazit gehen, gucken wir uns den Flugplatz noch an. Weil das ist ja schon ein elementarer Aspekt der Map und den haben wir noch gar nicht gesehen. Auch weird, wir sind mit der Story durch und waren gar nicht auf dem Flugplatz. Wir sind wild, ehrlicherweise. Ist ja nur am Anfang einmal drüber gesprungen. Ja, okay, gut, ist halt eine verlassene Landebahn. Warum hier kein Drag Race ist, verstehe ich nicht so ganz ehrlicherweise, aber gut, vielleicht haben sie auch einfach nicht gewusst, wie sie den Drag Race unterbringen. Das kann natürlich sein, doch. Haben wir eine Rampe am Ende? Glaube nicht, oder? Nee, haben wir nicht. Na gut. Mir fehlen noch zwei Straßen, warte mal. Ich möchte halt jetzt nicht wirklich irgendein Gebiet noch gar nicht befahren sein, wenn mir so ein Ministück fehlt. Okay, hier. Ja, okay, ne, sind die beiden, ja. Gut, das haben wir alle schon gesehen. Dann kommen wir jetzt wirklich zum Fazit. Zur Expansion. Deutlich besser als Hot Wheels. Fangen wir erstmal so an. Deutlich, deutlich besser als Hot Wheels. Alleine, weil ich mir sehr sicher bin, dass die Langlebigkeit schon sehr, sehr strong ist. Definitiv. Ich fahre vielleicht was anderes, während wir hier durch die Gegend fahren. Fangen wir doch einfach mal, wenn wir schon gerade gewonnen haben. Wo ist er? Da ist er. Packen wir ihn einfach mal kurz aus. Wir fahren den Rest nur noch ein bisschen durch die Welt. Ich liebe den neuen Eevee Lightning.
Er ist fantastisch, besser als das Original. Sobald jemand einen elektrischen Alex baut, der besser ist als das Original, muss ich mir Sorgen machen. So ist es. Den werden wir auch im LP auswandeln, nein, den keine Sorgen. Der kriegt eine eigene Folge. Ne, genau. Ich glaube, der Wiederspielwert von der Expansion ist sehr, sehr groß auf jeden Fall. Ich glaube, man kommt hier oft hin zurück, weil die Rennen einfach sehr geil sind. Weil die Map sehr cool ist auf jeden Fall und man hier einfach echt ein paar Sachen zu tun hat. Wir haben, wie gesagt, ich glaube 28 Rennen sind es insgesamt. Mit noch eventuell Potenzial auf deutlich, deutlich mehr. Also das alleine ist schon sehr, sehr stark definitiv. Das gefällt mir persönlich extrem gut. Die Map allgemein, ich habe es glaube ich jede Folge gesagt, ist wirklich, wirklich gut. Und das, obwohl das so meine zweitgrößte Sorge war, vor dem Release. Weil wenn man sich die Karte halt so anguckt, ja, dann sind das halt ein paar Straßen so, die hier einmal außen rum gehen, mit ein bisschen Gelände mittendrin. Hier oben halt nochmal ein bisschen mehr Offroad, ja. Aber nein, es ist wirklich eine gute Map, dadurch, dass wir so extreme Höhenunterschiede haben. Ich meine, alleine so dieser Abschnitt hier von da runter, dann geht es hier wieder ein bisschen hoch. Das ist schon sehr, sehr krass. Man merkt die Höhenunterschiede, finde ich, deutlich mehr als bei der Horizon 5 Basis-Map. Und dadurch wirkt die Map auch nochmal sehr geil. Es fährt sich auch super. Ich finde das Straßennetz wirklich, wirklich gut. Die ganzen Höhenunterschiede und so gefallen mir da wirklich gut. Also die Map ist, würde ich persönlich sagen, das absolute Highlight der Expansion. Und das ist extrem wichtig, definitiv. Was sind dann die zwei Dinge, die eine Expansion ausmachen? Naja, die Map und die Fahrzeuge. Und bei den Fahrzeugen muss ich persönlich sagen, wahnsinnige Enttäuschung. Also wenn wir da vielleicht mal kurz durchgehen. Okay, muss ich hier jetzt machen. Dann haben wir hier den Alumicraft Pickup. Wir haben den Alumicraft Buggy. Den Casey Curry Motorsport Trophy Jeep. Den Lightning haben wir. Den Focus von Colin McRae. Den Scumbag. Die beiden Jimcos. Und den Polaris und den RJ Anderson Trophy Truck. Genau. Da gibt es zwei Fahrzeuge, wo ich sagen würde, die finde ich gut. Das sind der Lightning und natürlich der Focus. Der Focus passt richtig gut in die Expansion rein. Und ist, würde ich aber sogar persönlich sagen, der einzige Wagen, der wirklich gut in die Expansion passt. Die anderen Fahrzeuge sind Fahrzeuge, die vor allem für Gravel 1 Rennen gedacht sind. Wir haben in dieser Expansion von diesen 28 Rennen haben wir drei Gravel 1 Rennen. Die Finalrennen eben. Was ich auch ein bisschen weird finde, ehrlicherweise, dass auch beim Finale von den Straßenrennen das Gravel 1 geht, verstehe ich persönlich nicht. Weil das wäre, finde ich, die perfekte Gelegenheit gewesen, dass man sagt, okay, wir machen einen Colossus für die Raptors eben, einen Colossus für Predator und einen Colossus für die Grid Reaper, also eben lange Sprintrennen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Gauntlet war es bei Randy. Und ich kann euch nicht mehr sagen, was es bei den Straßenrennen war. Dass du da halt wirklich einfach Rennen hast, die auch zum Event-Typ passen. Ich glaube, als sie werden sich gedacht haben, okay, ein bisschen Gravel 1 müssen wir reinbringen. Und habe es dann eben versucht, so unterzubringen. Aber ja, fand ich persönlich nicht so gut, muss ich sagen. Genauso wie ich auch gerade schon gesagt habe, das Goliath-Rennen. Es macht Spaß zu fahren, ja, aber es ist halt zum einen, wie gesagt, kein Goliath, weil es ist ein Sprint und kein Rundkurs. Und zum anderen finde ich es halt schade, dass wirklich der komplette Norden der Map, der wirklich schön ist, einfach ausgelassen wird. Keine Ahnung. Finde ich, hätte man einfach besser machen können. Aber um nochmal auf die Fahrzeuge kurz zurückzukommen. Wie gesagt, der Focus ist der einzige Wagen, der halt wirklich reinpasst. Zu einer Rally-Adventure-Expansion, wo wir halt einen einzigen Rally-Wagen kriegen. Der Rest sind, wie gesagt, Querfeld-1-Fahrzeuge. Oder Fahrzeuge, die zum Großteil Querfeld eingehen sollen. Der Lightning, wie gesagt, ja, vielleicht kann man den noch irgendwie reinschustern, dass der als Pickup doch eher für Schotterwege gebaut ist. Das trifft aber auf 8 der Fahrzeuge in der Expansion nicht zu. Und zwar nicht nur, dass sie halt
nicht reinpassen wirklich ins Thema der Expansion, sondern dass sie hier wirklich quasi nutzlos sind. Weil wie gesagt, wir haben drei Querfeld-Einrennen. Die Finalrennen eben. Und da können wir unseren Wagen nicht mal selber wählen. Zumindest beim ersten Beispiel. Ansonsten gibt es ja keine. Und ich finde persönlich auch, die Map ist nicht so gut für Querfeld 1 allgemein gemacht. Also klar, ich glaube, ein paar Rennen würde man hinbekommen. Aber ich glaube halt, der Grund, warum wir beispielsweise als drittes Team statt Straßenszene oder Nachtrennen besser gesagt kein Querfeld 1 Team bekommen haben, ist, weil die Entwickler vielleicht selber gemerkt haben, okay, es wird schwierig mit 8 guten Querfeld 1 Rennen. Weil ich muss sagen, die Rennen, die wir haben hier im Spiel, die sind grandios. Mit Ausnahme, wie gesagt, der Finalrennen, die 24 regulären Rennen, die wir haben, die sind wirklich strong. Und zwar alle. Also mir würde jetzt spontan kein Rennen einfallen, wo ich sagen muss, das hat mir keinen Spaß gemacht zu fahren. Die sind wirklich, wirklich gut. Und da kommen wir halt leider direkt zum nächsten Punkt. Wie gesagt, wir haben wahrscheinlich kein Querfeld-1-Team, weil es einfach nicht möglich war, 8 gute Querfeld-1-Rennen zu machen. Würde ich einfach mal so frech behaupten. Warum Nachtrennen? Ich sehe immer noch nicht, was diese Rennen hier besonders macht. Dirt ergibt total Sinn. Straße ergibt hundertprozentig auch Sinn. Nachtrennen? Was teilweise Schotterrennen sind, teilweise Straßenrennen und teilweise ein bisschen Badminton drin. Also ein bisschen von beidem. Habe ich nicht verstanden. Ich dachte ja anfangs, dass es wegen den Wetterbedingungen vielleicht ist, dass man halt sagt, okay, du hast halt da die Extrembedingungen zu Sturm und Sandsturm und sowas in die Richtung. Aber das ist ja auch nicht. Also wir hatten, glaube ich, die Hälfte der Rennen keine wirklichen Wetterbedingungen. Deswegen, das habe ich persönlich überhaupt nicht verstanden. Das ist echt ein Drittel der Expansion-Story, muss man sagen, wo ich einfach wirklich Fragen da saß und mir gedacht habe, warum? Wo ist der Sinn dahinter? Das war irgendwie ein bisschen weird, tatsächlich. Aber ich sehe das nur als kleinen Kritikpunkt, sag ich mal. Weil am Ende des Tages, die Rennen, wie gesagt, sind cool. Du kannst sie dann ja von dir aus selber einstellen, wie du Bock hast. Also, ob du die jetzt bei Nacht oder bei Tag fährst, kannst du ja machen, wie du willst. Und die Story spielst du ja nur einmal. Und das ist sogar relativ schnell. Also, ich bin hier tatsächlich super schnell durchgekommen mit allem. Obwohl ich echt ab und zu mal ein bisschen langsamer gemacht habe. Ich bin ja nicht durchgerusht oder so. Und trotzdem sind wir innerhalb von 3,5-4 Stunden oder so mit der Story durch. Ich glaube halt wirklich, wenn du durchziehst, dann brauchst du nicht länger als 2. Vom Content her, von der Story her, nicht vom Content, sorry, das nehme ich zurück, von der Story her, wirklich keine lange Expansion. Content ist allerdings, wie gesagt, viel drin. Die Rennen sind super, wie gesagt. Die Fahrzeuge sind der größte Schwachpunkt mit großem Abstand. Die Map der größte Pluspunkt, und zwar auch mit großem Abstand. Spaß gemacht hat es mir auf jeden Fall. Ich denke auch, oder was heißt ich denke, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass wir die Rally-Expansion, dass wir nach Sierra Nueva noch ein paar Mal zurückkommen werden, in den Stream zum einen, um einfach wirklich alles auf 100% abzuschließen. Da habe ich Bock drauf. Aber auch in den regulären LP-Folgen. Natürlich, wenn ich mir einen Rally-Aufbau, das klingt irgendwie weird, aber es ist technisch gesehen richtig, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das ein oder andere Mal hierhin zurückkommen werde, um hier mal ein paar Rennen zu fahren, weil die Rennen hier halt auch echt Extrembedingungen sind. Es sind halt ganz andere Rennen, als wir es auf der Basismap haben. Es sind ganz, ganz andere Strecken, ganz andere Straßen und Bedingungen. Und da kann ich auch nochmal auf eine Sache eingehen, dass wir wirklich sehr, sehr viele Feinheiten haben, über die ich schon öfter geredet habe im Laufe des LPs, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen kann, die mir aber sehr gefallen. Als Beispiel eben die verschiedenen Untergründe. Gerade der Sand gefällt mir extrem gut, obwohl, wie ich sagen muss, die Wüste allgemein so der Streckenabschnitt oder der Abschnitt der Map ist, den ich am wenigsten fühle tatsächlich, weil das halt einfach so, der hängt halt da dran, aber du machst da nicht wirklich was, da geht auch nur ein Weg durch. Deswegen, das ist echt so der Abschnitt der Map, den ich am wenigsten interessant finde. Aber die Physik vom Sand auf jeden Fall
Die finde ich extrem gut, also wie du da wirklich rumrutscht, das ist ultra strong, definitiv. Das hat mich wirklich abgeholt und auch so kleine visuelle Sachen, wie der Staub, der aufgewirbelt wird vom Helikopter oder auch von deinem Fahrzeug, wenn du eine Kurve lenkst, in eine Rechtskurve rein, wie dann links von den Reifen wirklich der Staub wirklich hochwirbelt, nochmal krasser als in der Basismap. Die Verschmutzung der Fahrzeuge, die finde ich nochmal ein bisschen detaillierter ist. Also es gibt wirklich viele, viele kleine Sachen, die mir hier wirklich extrem gut gefallen haben. Das definitiv. Und deswegen, im Großen und Ganzen hat mir die Expansion wirklich viel Spaß gemacht und sie hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht, als ich Hot Wheels durchgespielt habe. Und hat dazu, finde ich persönlich, doch eine viel krassere Langlebigkeit, als Hot Wheels das hatte. Würde ich einfach mal jetzt schon relativ recht behaupten. Weshalb ich tatsächlich auch nur so halb verstehe, warum man sich entschieden hat, Hot Wheels als erstes rauszuhauen und Sierra Nueva als zweites. Also Ready Adventure. Ich glaube, wenn man das gedreht hätte, wäre es deutlich besser gewesen. Einfach weil man wahrscheinlich nicht so viele Spieler verloren hätte. Aber wenn ihr am Struggle seid, ob ihr Horizon nochmal installieren sollt, weil es ja auch ein großes Spiel, dauert ja zum Downloaden. Nur für die Expansion. Ich persönlich würde sagen, ja, ich kann es definitiv empfehlen. Es ist eine wirklich gute Expansion. Und ich hoffe, dass ich euch einen guten Einblick in das Ganze geben konnte. Es wird, wie gesagt, wahrscheinlich noch 2-3 Folgen geben, wo ich aber mal die Fahrzeuge nochmal ausfahre aus der Expansion, um sie einfach doch nochmal gefahren zu sein, im Tuning-Menü drin gewesen zu sein. Den einen oder anderen werden wir in der separaten LP-Folge sehen, den Lightning und den Focus vor allem. Die anderen wahrscheinlich nicht. Und ja, vielleicht wird es auch echt nochmal ein paar Streams geben, kann ich noch nicht sagen, weil, wie gesagt, die Folge wird ja sehr viel später erscheinen, als ich sie aufnehme. Ich würde auch sagen, meine Damen und Herren, das wäre es dann mit dieser Folge und damit dann auch mit dem regulären LP zur Rally Adventure Expedition, zum Rally Adventure gewesen. Schreib mir gerne dein Fazit zur Expansion unten in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über euch noch unseren Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!